Also, 2 Stunden nach dem VIP-Konzert. Mit Brause in Bierflaschen. Was haben wir denn zu sagen, VIP? Warum muss ich eigentlich immer den Moderator machen? Du bist jetzt. Weil du immer redest. Was? Weil du immer redest? Ich muss nicht reden. Sasi, wie fandest du das Konzert? Wir sind keine extrovertierten Persönlichkeiten. Sasi fand das Konzert sehr gut. Das wollte sie aber zum Ausdruck bringen. Ja. Sie nickt. Was? Das ist meine. Das ist keine Radiosendung. Man sieht, dass ich nicke. Danke. Bitte. Sim, ist das meiner? Genau. Franzi! Nicken muss noch akustisch dargestellt werden. Ja, wir haben es nicht vergessen. Franzi, wie fandest du denn das Konzert? Ja. Oh, das schneiden wir. Das kann wie. Oh, ja. Nee. BLP ist ja nicht so meine Band. Also, ich kenn mich da nicht so aus. Ich kenne die paar Songs und dann so. Aber sie hat extra auf Angel gewartet. Ja, ich habe extra auf Angel gewartet. Danach musste ich nämlich meine Kamera abholen. Aber habe ich extra noch auf Angel gemacht. Ja, es war halt gibt eins von denen, sie mag. Es war gut gemacht. Es war richtig gut gemacht. Lass uns über TVXQ reden. Wie war denn das JYJ-Konzert vor Jahren? Zum Heulen. Ja, wir verstehen uns. Ja. Da muss man nur dran denken und man fällt sofort wieder. Oh Gott, ich habe doch bei Jungmin schon geweint. Da habe ich ja geweint. Ich habe geweint und jetzt habe ich es getopft. Jetzt hat sie jetzt, sie war ein Meer aus Tränen. Nein, das Konzert war schon gut. Ich habe wieder nicht geweint. Emotionslos nicht etwas. Tut mir leid, ich habe bei Beast geweint. Was? Ich weiß nicht, warum bei Beast habe ich geweint. Völlig random am Ende des Konzerts habe ich angefangen zu heulen, als alles vorbei war. Die war nur kurz. Ich weiß nicht, warum. Ich mag die nicht mal. Jetzt wissen wir alles. Ich weiß nicht. Ja. Das sollten wir ergründen. Isa, stell uns Fragen. Wie fandest du das Konzert? Ja. Isa, wie fandest du das Konzert? Die Stimme. Muss ich jetzt auf die Teekanne zoomen? Ja. Ich hab leider nicht Chewbacca hier. Ja. So. Isa. Ja. Ja, war schon gut. Boah, jetzt bin ich gerade so mega neutral. Hallo. Ja, dann bin ich neutral. Ja, es war nicht meine Band, also ja, aber es war ein gutes Konzert. Es war gut gemacht, also von der Aufmache her. Also es das heißt ja nicht gut gemacht von den Jungs, bla, die waren mittelmäßig, sondern so, aber einfach das Ganze drumherum war gut gemacht. Waren mittelmäßig? Nein, sie wären mittelmäßig, wenn man so sagen würde, war gut gemacht, aber es ist ja alles gemeint. Und vom Ganzen war es gut gemacht. Also, es war Hammer. Richtig gut. Jetzt kommen wir mal zum Punkt. Ja, es war Hammer. Sie haben gerockt. Sie haben richtig gerockt. Also erstens war es Hammer gemacht. Ich nicke. Ich sag mir Hammer. Es war halt das großartig. Ist in die Teile eingeteilt. Also Justice, Motion. Und den Rest? Echt, habe ich nicht mal mitbekommen. Doch, deswegen. Und dann kamen dann die passenden Songs immer dazu und dann auch noch Einspiele, die auch ein bisschen zum Denken anregen. Die, ja, einmal haben sie auch laute Orte gezeigt, so Krisengebiete. Ja, das war echt. Also es war schon. Das muss gewesen sein, als ich nicht da war. Das war bei Batman, glaube ich. Es war am Anfang. Ja, dann war ich ja gerade die Kamera wegbringen. Ja. Das fand ich echt gut. Und man merkt, sie machen es gern. Sie haben richtig Spaß. Es macht ihnen Spaß, sie sind wirklich Musiker für die Bühne. Für die Bühne. Und sie rocken. Sie touren auch gern. Glaube ich auch. Also andere. Sie wollen wiederkommen und das bald, haben sie gesagt. Also. Beast haben damals auch gesagt, sie kommen wieder und das bald. Das war 2011. Also bald ist definitiv. Ja, aber du hattest keine Twitter-Einträge, die gezeigt wurden. Eine Minute nachdem die. Also beim Konzert sollen sie Twitter-Einträge gepostet haben. Aber Sasi hat schon gesagt, dass sie das in Frankreich auch gemacht haben und dass das nie getwittert wurde, sondern dass das bloß für. Aber jetzt so gutes Deutsch teilweise. Okay, das von dem einen Jello, glaube ich, das war auch so ein Google Translator, wo ich dachte so, ich weiß, was du sagen willst, glaube ich. Aber sie haben. Aber es war toll, dass sie es versucht haben. Also ja. Sie haben mehr sie haben total. Ich glaube, das war die erste Band, die überhaupt so viel Deutsch
gesprochen hat. Ja. Und auch nicht so, ich glaube beim Jamma Jam Konzert wurde auf Englisch übersetzt generell, ne? Ich glaube ja. Also sie haben halt wirklich auch sind auf Deutschland eingegangen. Ja. Und sie hatten keinen Übersetzer auf der Bühne, weil sie die gesamte Show selbst auf Englisch und Deutsch moderiert haben. Also moderiert. Ja. Halt gesprochen. Das war richtig gut. Ja. Also da war kein koreanischer Satz. Außer am Ende kam es halt und wieder. Wirklich auch gute Aussprache. Ja. Also nicht also überraschend gut. Englisch, was man von anderen kennt. Und halt auch vielseitig. Also wirklich so nicht nur diesen ein, zwei Standardsätze, sondern halt so mehrere Sachen. Das fand ich richtig gut. Gesundheit. Die Banane entschuldigt sich. Die Linse gerotzt. Ich setze dir auch noch. Sonst müssen wir jetzt so Rainsong ein. Attack on Isa, wa? Oh Gott, dann hört man mich ja hier voll laut. Ja. Solange du das Mikro nicht zuhältst irgendwo, ich weiß immer noch nicht, wo es ist, aber... Nein, sie hält bestimmt nicht zu. Wenn nicht, sind wir alle so ein bisschen gedämpft. Klingt dann sexy. Wir müssen mal sehen, wie oft wir Harr machen. Heute sind wir total kuschelig nach dem Konzert. Action Cam. Ich habe gesagt, dass ich hier alle lieb habe. Das ist ein emotionaler Moment, den wir festhalten müssen. Der so war. Sie hat alle lieb. Gott, das musst du in deine Facebook-Chronik posten. Das okay. Ist ein Meilenstein in der Facebook-Seite. Nee, eigentlich ist das unser Meilenstein. Wir müssen es alle posten. Okay, Sassi hat heute gesagt, sie hat uns alle lieb. Okay, mal hier zurück zu VIP, ja? Mir fällt nichts ein. Ich habe noch nie so eine lange Schlange gesehen. Ja, die war mega lang. Ja, da haben wir gechillt. Ja. Aber du, die Schlange bei JYJ, die ging... So! Also, sie ging ja, aufs Dach und zurück. Und bei BAP ging sie so. Da, wo so, wir kamen. So, Treppen hoch und über eine Brücke. Ja. Da waren ja auch 3500 Leute. Die müssen sich ja irgendwo anstellen. Ja. Also, ich finde. Ja, aber es gab einen Eingang, ne? Ja. Ich meine, die Halle war richtig groß. Sie war natürlich dadurch nicht ganz voll, weil die ist für 10.000 Leute, oder keine Ahnung. Man hat auch gesehen, die oberen Ränge waren alle abgesperrt. Ja, aber. Dafür war es ein richtig gut besuchtes K-Pop-Konzert. Auch mit Lightsticks und all. Also wirklich mal, du hast die Bandfarbe mal wirklich präsent gehabt. Hatten die überhaupt verkauft? Nee, durften sie nicht. Die Stimmung war auch echt gut. Die Stimmung war toll. Die Fans sind gut mitgegangen. Ich muss es sagen, du wirst es nicht sagen, du würdest es gern sagen. Himcha war echt toll. Er hat ja nicht so viel Parts in den Songs. Ich finde das wirklich... Aber man hat gesehen, er könnte eine richtig geile Rampensau sein. Er hat gerockt. Das war richtig cool. Durchgehend. Und er hat vor allem diese... Ja, also bei diesem rockigen Song. Er hat super gerockt. Ja. Deswegen, ich finde es auch immer schade, dass bei den neueren Songs er eher in das Singen gepresst wird und dann eher so... Weil er kann das richtig. Also er hat halt eine zu rauchige Stimme, um dieses... Also nein, er kann auch diese sanften Sachen singen, natürlich. Aber das andere steht ihm halt besser. Das steht ihm richtig gut. Ja, und ich hatte das Gefühl, es hat ihm auch mehr Spaß gemacht. Ja. Das hat man gesehen. Ich hätte gern mehr nackte Haut gehabt. Sie war enttäuscht, weil Jungkook sich das Hemd nur aufgerissen und nicht vom Leib gefetzt hat. Ja, weißt du, und dann noch fragen, wie hat euch euer Sixpack gefallen? Man hat es ja nicht mal gesehen, weil es wurde dunkel. Und da hast du nur gesehen, das Hemd war offen. Aber du hast ja nichts erkannt. Sie hätte gerne nackte Haut gesehen. Hallo, ich war voll schockiert, als sie versucht haben, Jello auszuziehen. Da habe ich das arme Kind. Die haben doch. Ja. Da bist du doch auch zu Boden gegangen. Ach, ja, und da hätte es wenigstens mal nackte Haut gegeben. Aber er ist ein Kind. Der hat einen Babybauch. Nein, wir wollen keine nackten Jungs. Hallo? Also wirklich. Ich habe bei Jungkook weggeguckt. Ich habe auch weggeguckt. Respektiere sie, das sind Menschen. Jemand hat sich nicht ausgezogen. Dann hätte er sein Ding nicht aufreißen dürfen und allgemein nicht. Ja, okay, er will angeguckt werden. Er muss, steht wahrscheinlich in seinem Er weiß wahrscheinlich gar nicht, was er tut. Ja, die sagen ihm, mach das. Ich werde ferngesteuert. Ja, wer weiß. Und frag noch. Ja, okay, vielleicht braucht er das für sein Ego. Und oh mein Gott, das ist voll der schlimme Vlog, ey, wir sind... Und es war so Bab waren übrigens großartig. Ja, Bab waren großartig. Brillant. Wir fallen uns schon wieder immer ins Wort. Das ist großartig. Ist doch Wurst, ey.
Wapfwarnwurst. Wapfwarnwurst! Bier und Wurst und Fußball? Ja. Und den Rest habe ich nicht verstanden. Und ich habe was Falsches verstanden. Während ihr Bier holen wart, haben wir gesagt, das war das beste K-Pop-Konzert in Deutschland, das es bisher gab.